Fall klingt es mir so gut, als ob der Menschenpuppe, der heute auf die Welt kommt, vorweg schon zu einem außerordentlich weiten Maß in die verwaltete Welt hineinpasst, dass er gleichsam in sie hineingeboren wird. Starr sind diese Menschen, weil sie eigentlich keine Spontaneität mehr haben, weil sie eigentlich gar nicht mehr ganz leben, sondern weil sie selber sich bereits als die Dinge, als die Automaten erfahren, als die sie in der Welt verwendet werden.